So, Buchlinge, ich hoffe, einige von euch sind jetzt dran geblieben, wenn ich euch zwei weitere Hörbücher meines Lesemonats vorstelle. Falls ihr eben erst eingeschaltet habt und euch wundert, warum ich hier von einem zweiten Teil rede, ich habe wieder einen Monsterlesemonat. Ich habe vier Hörbücher beendet. Teil 1 findet ihr unten verlinkt in der Infobox. Außerdem erwarten euch in der Infobox die Rezensionen zu den vorgestellten Hörbüchern und die Verlagsseiten sowie ein Inhaltsverzeichnis. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt, was es in der Infobox so gibt. Ich bewundere immer die YouTuber, Booktuber und so, die es schaffen, alle Inhalte aufzuzählen, die in der Infobox so auf die Leser warten. Ich höre jetzt auf zu reden. Wir fangen jetzt gleich an mit dem Hörbuch. Hörbuch Nummer 3 im Bunde ist Die Moortochter von Karen Dion. Hier geht es um die Protagonistin Helena, die in Gefangenschaft groß wird, ohne das zu wissen, wie das funktionieren kann. Ihr Vater ist ein Serientäter, der ihre Mutter entführt hat. Und so wuchs sie mit ihren Eltern gemeinsam einsam im Moor auf. Eines Tages haben sie dann geschafft, sich daraus zu befreien. Helenas Vater kam ins Gefängnis und Jahre später hört Helena dann davon, dass ein Mann aus dem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen ist und sie weiß sofort, es kann sich nur um ihren Vater handeln. Das Problem an der Sache ist, dass er noch eine Rechnung mit ihr offen hat. Ich denke, ihr wisst, was jetzt kommt. Wenn ich Ihnen den Namen meiner Mutter sagte, würden Sie ihn sofort wiedererkennen. Meine Mutter war berühmt, auch wenn sie das nie gewollt hat. Ihre Bekanntheit war von der Sorte, die niemand sich wünschen kann. J.C. Dugard, Amanda Berry, Elizabeth Smart, Fälle wie diese. Meine Mutter war aber keine von den dreien. Sie würden den Namen meiner Mutter wiedererkennen, wenn sie ihn hörten, und dann würden sie ein wenig grübeln. Nicht lange, denn die Zeiten, als die Leute sich für meine Mutter interessierten, gehören längst der Vergangenheit an, wie sie selbst auch. Und sie würden sich fragen, wo sie jetzt ist. Und hatte sie nicht eine Tochter bekommen in der Zeit, als sie verschollen war? Und was ist eigentlich aus dem kleinen Mädchen geworden? Ich könnte Ihnen erzählen, dass ich 12 war und meine Mutter 28, als wir aus der Gewalt ihres Entführers gerettet wurden. Dass ich diese Jahre in einer, wie die Zeitungen damals schrieben, baufälligen Blockhütte mitten im Moor im Innern der Upper Peninsula von Michigan verbracht habe. Dass ich dort zwar lesen lernte, dank eines Stapels National Geographic-Zeitschriften aus den 50er Jahren und einer vergilbten Ausgabe der gesammelten Gedichte von Robert Frost, aber nie zur Schule ging und nie Fahrrad fuhr, weder Strom noch fließendes Wasser kannte. Dass die einzigen Menschen, mit denen ich in diesen 12 Jahren sprach, meine Mutter und mein Vater waren. Dass ich nicht wusste, dass wir Gefangene waren, bis wir es dann nicht mehr waren. Ich könnte Ihnen erzählen, dass meine Mutter vor 2 Jahren gestorben ist und dass Sie es vermutlich nicht mitbekommen haben, obwohl die Medien darüber berichteten. Denn sie starb zu einer Zeit, als andere, wichtigere Themen die Nachrichten beherrschten. Ich kann Ihnen sagen, was nicht in den Zeitungen stand. Sie ist nie über die Jahre ihrer Gefangenschaft hinweggekommen. Sie war keine attraktive, redegewandte, mutige Verfechterin ihrer Sache. Es gab keine Buchverträge für das scheue, schattenhafte Wrack, das meine Mutter war. Kein Foto auf dem Cover der Time. Meine Mutter schreckte vor der öffentlichen Aufmerksamkeit zurück, so wie die Blätter des Pfeilkrauts sich einrollen, wenn der Frost sie erwischt hat. Aber ich werde Ihnen den Namen meiner Mutter nicht sagen. Denn dies ist nicht Ihre Geschichte. Es ist meine. Wenn ihr jetzt so meine anfängliche Erzählung gehört habt und auch den Klappentext lest, könntet ihr vielleicht so ein bisschen abgeschreckt werden und denken, ach nee, nicht schon wieder so ein Thriller mit Jagd, Action, Blut und so. Und genau das ist hier nicht der Fall. Also die, ja, das heißt jetzt nicht, dass das Buch langweilig ist im Vergleich, sondern dass die Autorin eine sehr, sehr feine und subtile Geschichte erzählt. Und dennoch passiert so viel. Also wir lernen Helenas Zwiespalt kennen. So auf der einen Seite weiß sie, dass ihr Vater böse ist, aber auf der anderen Seite vermisst sie auch so die Kindheitstage, die sie früher einfach
sehr schön fand, weil stellt euch vor, ihr lebt einfach, werdet isoliert groß und kommt dann in die Welt eurer Mutter zurück, die dann plötzlich euch als die Welt verkauft wird, die eben real ist. Und dass es da einfach braucht, bis man sich eingelebt hat und vielleicht auch auf Menschen trifft, die es nicht so gut mit einem meinen, ist so selbstverständlich. Und deswegen finde ich, ist hier so Helenas Zwiespalt sehr gut dargestellt. Außerdem hat Karen Dion so eine tolle Erzählweise. Es gibt immer wieder, schreckenweise wird aus der Gegenwart erzählt, also wo sich Helena überlegt, geht sie ihren Vater jetzt suchen? So spürt sie ihn wirklich auf oder überlässt sie das der Polizei? Und dann wieder diese Blicke in der Vergangenheit, wo wir erfahren, wie Helena im Moor groß geworden aufgewachsen ist, wie sich das alles entwickelt und wie sie langsam so erkennt, dass ihr Vater doch nicht so gut in Anführungsstrichen ist, wie sie ihn gehalten hat. Ich habe irgendwie einen ziemlich wirren Satzbau heute. Gelesen wird das Hörbuch von Julia Nachtmann und ich war sehr gespannt, wie sie die Geschichte liest. Ich habe sie bisher nur in der Erdbeerpflückerreihe kennengelernt. Das ist eine Krimi-Jugendthriller-Reihe von Monika Feeth, die aus mehreren Perspektiven erzählt wird. Und dort spricht Julia Nachtmann eine Rolle. Und deswegen war ich gespannt, ob mich ihre Stimme auch quasi über ein ganzes Hörbuch hinweg fesseln kann. Und ich finde, sie hat hier einen echt tollen Job gemacht und quasi der Geschichte auch so ein I, das I-Tüpfelchen aufgesetzt. Kurzum, das Hörbuch ist sehr, sehr gut besetzt. Und falls einige Buchlinge von euch auch meinen Blog verfolgen, werdet ihr mitbekommen haben, dass ich ein Exemplar der Mordtochter verlosen darf. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum verlost sie das Hörbuch, wenn es ihr doch so gut gefallen hat? Und es liegt einfach daran, ich habe es doppelt. Also ich habe es einfach doppelt bekommen und habe jetzt glücklicherweise die Möglichkeit, es an euch zu verlosen. Was ihr dafür tun müsst, hier kam ein kreativer Vorschlag von Crowd-Mitglied Emion. Sie meinte, ihr sollt euch überlegen, warum das Hörbuch bei euch einziehen soll. Und zwar gewinnt die lustigste Antwort. Das heißt, ihr dürft sehr, sehr kreativ werden. Und ich wähle dann unter den Haufen kreativer Vorschläge einen Vorschlag aus und bei dem zieht das Hörbuch dann ein. Was wichtig ist, wenn ihr mir hier euren Vorschlag in die Infobox packt, schreibt eure E-Mail-Adresse dazu, damit ich euch im Falle eines Gewinnes erreichen kann. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob ich alle Teilnahmebedingungen unten in die Infobox packe. Schaut einfach in der Infobox nach. Wenn nicht, ich verlinke euch auf jeden Fall auf den Blogpost, wo es zum Gewinnspiel geht. Ich hoffe, einige von euch sind dabei und sind jetzt auch durch die Hörprobe motiviert, in die Geschichte einzutauchen. Und nach so viel gruseligen, blutigen Geschichten habe ich zum Schluss für euch noch etwas Lustiges. Wie einige von euch wissen, gibt es ja in Freiburg einen von mir, Eigenlob stinkt, gegründeten Freiburger Bücherstammtisch. Und zwar hatten wir das erste Mal eine Bücherstammtischlektüre. Und das war der Satan-Archäologen-Galkohöllische Wunschpunsch. Ich kann das Wort aussprechen, ich fühle mich so intelligent. Dieses Buch haben wir über mehrere Monate verteilt gelesen und uns ist quasi in Leseabschnitte eingeteilt. Jetzt im September habe ich es beendet. Aber bevor ich irgendwie erzähle, wie es mir gefallen hat, wäre es erstmal clever, etwas über die Geschichte zu erzählen. Und zwar geht es hier um die zwei bösen Marier, Belzebub Irwitzer und Tyrannia. Ich habe ihren Nachnamen vergessen. Sie sind beide miteinander verwandt, beide sehr, sehr teuflisch. Aber sie haben ihr Soll an bösen Taten für das aktuelle Jahr nicht erfüllt. Und deswegen werden sie sehr, sehr hart sanktioniert. Wenn sie es nicht schaffen, alle versäumten Bösetaten innerhalb der letzten Jahresstunden wieder aufzuholen. Und da denken sich die beiden, wir brauchen mal so einen bösen teuflischen Wunschpunsch und bringen Tod und Verderben über die Welt. Naja, Leute, das Hörbuch ist wirklich lustig. Es ist kein böser, blutiger Roman. Und wie das bei Geschichten ebenso ist, gibt es auch zwei Leute, die versuchen, die Welt zu retten. Und das sind der Kater Maurizio und der Rabe Jakob.
Und jeder, der Katzen hat, weiß, dass ich Katzen und Vögel nicht unbedingt freundlich gegenüberstehen. Also bleibt die Frage, werden sie es schaffen, zusammenzuarbeiten und die Welt zu retten? Diese Frage werden wir hier nicht klären, aber ich präsentiere euch jetzt trotzdem mal die Hörprobe. Und das war irgendwie keine clevere, gute Überleitung. Erklärung des Wortes Satan-Archäolyg-Genialko-Höllisch. Es handelt sich dabei um eines der Wörter, die in Zauberbüchern vielfach Verwendung finden und die man Perspektivwörter nennt. Wahrscheinlich, weil sie sich auseinanderziehen und zusammenschieben lassen, wie jene altmodischen Fernrohre aus Messing, die man Perspektiv nannte. Es gibt Perspektivwörter, die sich über mehrere Zeilen, ja über eine ganze Seite hinziehen. In sehr seltenen Fällen erstrecken sie sich sogar über ein ganzes Kapitel. Es soll tatsächlich einmal ein ganzes Buch gegeben haben, das nur aus einem einzigen Wortungeheuer dieser Art bestand. Perspektivwörter gelten in Zauberer- und Hexenkreisen als besonders wirkungsvoll. Die Regel, nach der sie gebildet werden, ist einfach, die Herstellung dagegen schwierig. Es muss nämlich die Anfangs- oder Schlusssilbe des einen Wortes in gerader oder krummer Art über die Anfangs- oder Schlusssilbe eines anderen Wortes geschoben werden können. Die Wörter im Inneren eines langen Perspektivwortes müssen dementsprechend sowohl in das Vorhergehende wie auch über das Nachfolgende passen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um folgende 7 Grundbestandteile. Erstens Satan, zweitens Anarch, drittens Archäolog, viertens Lüge, fünftens Genial, sechstens Alkohol, siebtens Höllisch. Daraus ergeben sich 6 einfache Perspektivwörter mit nur einem Gelenk. Erstens satanarchisch, zweitens Anarchäologie, drittens Archäolüge, viertens Lügenial, fünftens Genialkohol, sechstens Alkohöllisch. Daraus wiederum ergeben sich 5 doppelte Perspektivwörter mit je 2 Gelenken. Erstens Satanarchäologie, zweitens Anarchäolüge, drittens Archäolügenial, viertens Lügenialkohol, fünftens Genialkohöllisch. Daraus nun ergeben sich 4 getrippelte Perspektivwörter mit je 3 Gelenken. Erstens Satanarchäolüge, zweitens Anarchäolügenial, drittens Archäolügenialkohol, viertens Lügenialkohöllisch. Daraus ergeben sich 3 doppelte Perspektivwörter mit je 4 Gelenken. Erstens Satanarchäolügenial, zweitens Anarchäolügenialkohol, drittens Archäolügenialkohöllisch. Daraus ergeben sich die beiden gequinteten Perspektivwörter mit jeweils 5 Gelenken. Erstens Satanarchäolügenialkohol und zweitens Anarchäolügenialkohöllisch. Und schließlich das letzte, doppelt getrippelte Perspektivwort mit 6 Gelenken, Satanarchäolügenialkohöllisch. Buchlinge, mich würde wirklich interessieren, wer von euch diesen Hörbuchsprecher erkannt hat. Ich bräuchte jetzt eigentlich so eine epische Kunstpause, so mit Trommelwirbel und so. Aber kurzum, es ist Christoph Maria Herbst, den viele von euch wahrscheinlich in Anführungsstrichen nur als Stromberg kennen. Ich habe die Serie irgendwie nie wirklich geguckt. Ich weiß nur, dass es ein ziemlich böser Vorgesetzter war, den sich kein Mensch wünscht. Aber Christoph Maria Herbst hat auch einige Hörbücher aufgesprochen. Und ich dachte mir, dass der Wunschpunsch eine gute Gelegenheit ist, ihn als Sprecher kennenzulernen. Und anhand der Hörprobe habt ihr gemerkt, er hat alles gegeben und ihm wurde einiges abverlangt. Es gab hier nicht nur halsbrecherische Zungenbrecher, sondern auch interessante Charaktere zu vertonen. Seine Interpretation hat mir sehr gut gefallen und mich auch gut unterhalten. Inhaltlich ist das Buch, glaube ich, so eine Familienlektüre. Also jeder kann etwas daraus mitnehmen. Ich finde, für Kinder ist es eine spannende Lesung. Aber auch hier und da gibt es so tolle Aspekte für Erwachsene, die ich jetzt auch nochmal wirklich gut dargestellt fand. Zum Beispiel ging es um die Frage, wie wird mit Lügen umgegangen? Also werden Charaktere, die lügen und bei denen es dann rauskommt, sanktioniert? Außerdem stellt sich hier auch so ein bisschen die Frage, wie gehen wir mit unserer Welt um? Und ja, wie wollen wir quasi in unserer Welt leben? Schwierig war es für mich,
weil ich das Hörbuch nicht am Stück hören konnte, weil wir das ja im Bücherstammtisch gelesen haben und ich das da halt auch wirklich darauf achten wollte, dass ich diese Leseabschnitte einhalte, weil es sonst blöd ist, wenn man sich mit anderen drüber unterhält und dann hat der eine doch weiter gelesen als der andere und dann spoilert man sich aus Versehen. Und deswegen habe ich immer wieder so ein bisschen gebraucht, um in die Geschichte reinzukommen. Und deswegen habe ich zum Schluss auch richtig genossen, als ich so viel am Stück hören konnte. Was ich an dieser Stelle vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass es sich hier um eine Produktion von Hörbuch Hamburg handelt. So völlig unzusammenhängend, am Schluss noch eingebaut, bevor ich diesen Teil hier beende. Aber ich dachte so, ich versuche darauf zu achten, die Informationen, welcher Verlag es jetzt produziert hat, welcher Sprecher es ist, irgendwie immer noch einzubauen. Es gelingt mir nicht immer, aber ich gebe mein Bestes. Nun sind wir aber wirklich am Ende der Podcast-Reihe, Lesemonat-Reihe angekommen. In meinem schriftlichen Monatsrückblick, den ich euch auch unten in der Infobox verlinke, erzähle ich euch noch etwas über die zwei Bücher, die ich beendet habe. Das war zum einen Der Flügelschlag des Glücks. Das gibt's übrigens auch als Hörbuch. Pleiten, Pech und Pannen. Ich habe sogar als Hörbuch auf meiner Wunschliste stehen gehabt. Ich habe nur vergessen, dass es das als Hörbuch gibt. Und ich habe noch Damen mit Charme endlich beendet. Ich habe ein Jahr an diesem Buch gelesen. Ein Jahr. Okay, ich gebe auch zu, dass ich monatelange Pausen eingelegt habe, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich bin, dass ich es jetzt endlich beendet habe. An dieser Stelle interessiert mich natürlich noch, welches der vorgestellten Hörbücher kennt ihr und was fällt euch sonst noch zu den Sachen ein, die ich euch so erzählt habe? Ihr wisst, ich freue mich über Kommentare, Rückmeldungen und so weiter. Knallt mir alles in die Kommentare. Wir hören, sprechen uns hoffentlich bald wieder.